Jo Leute, was geht? Heute müssen wir wieder 5 Nächte in Shreks Hotel abhängen. Ganz genau, Freunde, es gibt eine Fortsetzung von 5 Nights at Shreks Hotel. Und zwar ist es der zweite Teil. Wir haben nämlich letztes Jahr bereits Shreks Hotel besucht. Und das war auf jeden Fall eines der ersten Spiele von diesem Entwickler. Und es war super krass, Leute, mit den lautesten Jumpscares. Und heute spielen wir die große Fortsetzung in Shreks Hotel. Leute, lasst unbedingt mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr von dieser Art von Videos sehen wollt. Ich habe übelst Spaß daran und es würde mich freuen, falls es euch auch Spaß macht. Zeigt es mir wirklich mit einem Daumen nach oben da, Leute. Es ist für mich auf jeden Fall die Welt. Deswegen, let's go! Wir starten in das neue Spiel und Shrek, Bruder, guck mich nicht so an. 5 Nights at Shreks Hotel. Warnung, das Spiel hat ein paar Jumpscares. Ja, das wissen wir, Leute. Aber ey, das Intro ist fast so wie im ersten Teil. Und mal gucken, ob es auch dasselbe Hotel ist. Du bist wieder einmal einer, der kein Zuhause hat, wo er schlafen kann. Du musst nur 5 Nächte bei Shrek überleben. Du weißt, dass alles in Ordnung sein wird. Genauso wie beim letzten Mal. Was war denn nochmal beim letzten Mal? Ich kann mich nicht so richtig erinnern. Nacht Nummer 1. Und hey, da ist der Bruder, Leute. Shrek ist da. Oh, man. Das ist genauso wie im ersten Teil, Leute, dieses Hotel. Was geht ab, Bro? Hallo? Oh, hello there. Welcome to Shrek's Hotel. How can I help you? Wait, seit wann kann der sprechen? Und warum klingt der wie Shrek? Ich glaube, der klingt wie der englische Shrek, aber ein bisschen auch wie Nico Bellic. I can't stand this shit. Ja, guten Tag. Ich hätte gerne... Ja. Ich hätte gerne ein Hotelzimmer für 5 Nächte. Sure, so. We have an empty room on the second floor. Okay. Hey, zweiter Floor. Okay, alles klar. Vielen Dank, Shrek, Bruder. Dann gehen wir mal da rein, Leute. Was war das gerade? Ich habe die Tür geöffnet und da kommt dieser Soundeffekt, Leute. Wait, Moment, das Ding macht auch einen anderen Sound. Kann ich das auch mal? Oh mein Gott, das ist ja wirklich jetzt schon das beste Spiel aller Zeiten, Alter. Ich bin ja jetzt schon abgelenkt ohne Ende von diesen Soundeffekten. Ey, ich kann es nicht ernst nehmen. Ey, Bro! Das ist der Lebkuchenmann. Hey, warte mal kurz. Bewegt er sich nach hinten? Hey, Lebkuchenmann. Ey, wo läuft der hin? Hey, Lebkuchenmann, hey. Kann ich dir irgendwas helfen, Bro? Der hat die Tür vor mir zugemacht. Lebkuchenmann. Hallo? Hey, lass mich rein. Hey. Leute, irgendwas Komisches geht in diesem Hotel ab. Na gut, Nacht Nummer 1. Und wir haben hier auf jeden Fall einen kleinen Automaten. Und was haben wir hier? Pepsi, Aloe King und... Ja, wo ist Cola? Wir haben gar keine Cola. Habt ihr auch Cola Zero? Ja, eine Cola Zero würde ich auch nehmen. Oh, und das ist, Leute, das Bild von Shrek. Alter. Wo ist denn hier mein Zimmer? Das ist es jedenfalls nicht. Ist das mein Zimmer? Nein? Okay. Okay, ich sollte auf jeden Fall ordentlich aufs Klo gehen, bevor ich schlafen gehe. Mache ich nämlich auch, Leute, erstmal vor dem Schlafen gehen ordentlich aufs Klo gehen. Das ist auch ganz normal. Oh man, aber das ist wirklich dasselbe Hotel wie letztens und ich glaube, das soll Esel darstellen. Was hat Esel getan, dass Shrek ihn an die Wand gehängt hat? Naja, Bruder, also, was haben wir... Boah, Alter, guck mich nicht von der Seite an. Der gibt mir einfach Bombastic Side-Eye. Ey, yo, wait, das sieht ja richtig gruselig aus. Alter, wo ist das Klo, Bro? Excuse me, ja. Where is the toilet? Wo ist die Toilette? The toilet is over there. Oh, ja, du meinst das, wo das Schild, wo Toilet draufsteht. Hätte ich eigentlich auch finden können. Dankeschön. Don't you dare pissing on the walls. Okay, ich werde nicht auf die Wände machen. Keine Sorge, Bro. Warum guckst du eigentlich so böse? Du bist ja voll unfreundlich, ey. Hat man dir schon Google-Sterne-Bewertungen gegeben? Ich glaube, 0 Sterne hast du bekommen. Ich gebe dir gleich... Okay, Leute, wir gehen mal aufs Klo, Leute. Mal gucken, ob es genauso wird wie letztens. Und... Oh! Oh Gott! Alter. Oh, Alter. Ich glaube, das war ein bisschen zu krass, was ich da gemacht habe. Und ich glaube, Shrek ist nicht so zufrieden damit, dass ich auf Klo war. Na gut, alles klar, mein Freund. Ich gehe da mal. Auf Wiedersehen, Bro. Auf Wiedersehen. Kannst du bitte aufhören, so zu gucken? Tschüss. Schreibt alle mal Ü in die Kommentare. Ein langes Ü. Wie buchstabiert man I? Ich glaube E-H-E-U-E oder so. Naja, wir gehen auf jeden Fall jetzt schlafen. Diese Soundeffekte. Eine Nacht haben wir überlebt. Und, oh, wir starten die Nacht 2. Und da ist der Lebkuchenmann. Hey, Bro, was geht ab, Mann?
Du hast letztens ein bisschen merkwürdig gewirkt und er putzt gerade den Boden, aber ziemlich aktiv, ne? Last night you took a big dump in my toilet. Oh. Took me a long time to clean. Ja, sorry wegen der Toilette, dass ich da so viel reingemacht habe und dass du das Ganze sauber machen musstest. Aber ey, wofür zahle ich denn Hotelkosten? Ja. Now you have to help clean up the toilet floor. Oh, jetzt soll ich helfen, sauber zu machen. Ah, wirklich. Ey, Bruder, gib mir mal kurz den Besen. Da, ich kann ihn den wegnehmen? Oh mein Gott, ich habe ihm den Besen einfach weggenommen. Oh nein, der weint. Der Arme. Oh, es tut mir leid. Bro, aber ist doch gut. Ich muss deine Arbeit machen. Warum ist denn der so traurig? Hey, hier, nimm den Besen zurück. Komm, nimm. Oh, Leute, ich habe so ein Mitleid mit ihm. Sorry, Mann. Leute, es tut mir leid. Aber ich gebe dir den gleich wieder, keine Sorge. Nachdem ich hier sauber gemacht habe. So, putzen wir erstmal den Boden, Leute. Aber ich habe doch gar nicht auf den Boden gemacht. Ich war auf der Toilette. Guck uns mal an, die Toilette ist sauber. Wo ist die Klobrille eigentlich? Ah ja, okay. Also, Klobrille haben wir nicht. Kommen wir hier raus. Hey. Hallo? Warum ist die Tür zu? Ich check's nicht. So, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hab's sauber gemacht, ne? Nur noch diesen Fleck. Ich glaube, jetzt sind wir... Ja, okay, ist alles sauber. Hey, Bro, hier, nimm deinen Stab zurück. Oh, Mann, der tut mir wirklich so leid. Ey, sorry, Mann, ich wollte das nicht. Okay, kann ich jetzt weitergehen? Okay, mit dem lässt sich wohl nicht reden. Dann gehen wir eben nach oben. Alter, ich glaube, ich krieg eine Psychose von diesem ganzen... Alter, hey, wer ist das? Hey, ey, ey! Wait. Who was that? Wer war das? Bro, was war das? Ich wusste gar nicht, dass hier noch mehr Leute im Hotelzimmer sind. Hallo, Mister? Kann ich mal kurz Hallo sagen? Hallo? Oh, ey, die verstecken sich alle in ihrem Zimmer. Was wollte der denn nur? So, dann gehen wir mal eben in mein Bett, Leute. Legen uns. Ich bin nicht müde. Warum? Oh, ich sollte mir mal die Fotos ansehen. Na gut. Oh Gott, das ist das beste Spiel aller Zeiten, Leute. Gucken wir uns mal das Foto an. Seht ihn euch an, Leute. Majestätisch. Dieser Shrek ist einfach nur unfassbar schön. Wenn in diesem Bild was passieren würde. Oh no, what have I done? Oh, das ist nicht gut. Das ist ich sollte was machen. Was mache ich? Was mache ich? Weglaufen? Verstecken? Weglaufen, verstecken? Schreibt es in die Kommentare. Verstecken oder weglaufen? Ich glaube, wir nehmen Verstecken, Leute. Okay. Whoa. Oh, that was close. Oh, oh Gott, war das knapp. Oh Gott. Alter, wenn Shrek das sieht, dass ich sein Bild nass gemacht habe und dreckig gemacht habe. Das. Who could it be? Wer könnte das sein? Bro, ich glaube, wir sollten das Bild lieber unter dem Bett verstecken. Wenn das jetzt Shrek sehen würde. Mal gucken. Hi, how could I help? Hallo, Shrek? Alles gut? Just checking in. There's some noise coming from upstairs. Ja, die Geräusche. Das war der Typ, der hat ein bisschen Sport gemacht, wisst ihr? More power. More passion. More energy. More footwork. Nein? Nein, kennen Sie nicht das Meme? Kennst du es nicht? Shrek? I didn't hear anything. Okay. Ich habe nichts gehört, Bro. Are you sure? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Yes, everything is fine. Alles ist gut, Bro. Alright. Okay. Night, then. Gute Nacht. Und jetzt legen wir uns schlafen. Und Nacht Nummer 3, Leute. Das ist doch easy, das Spiel. Hey. Hey. Leute, der flüstert. Hey, hallo. Was guckst du denn so? Ich habe gesehen, du hast irgendwas geflüstert zu Shrek. Du hast irgendwas über mich gesagt. 100 pro... Hey! Hey! Hallo! Bro! Hallo? Ey, Junge. Der lästert über mich. Alter. Warte mal kurz. Junge. Dieses Geräusche. Hey, Bro. Du bist eine kleine... ein kleiner Lebkuchenmann, der seine Geheimnisse nicht halten kann. Ich habe nichts falsch gemacht, okay? Ich habe dir nur deinen Besen genommen. Sei mir lieber dankbar, dass ich sauber gemacht habe. Okay, was gibt's Neues für mich, Bro? Nichts? Okay. Dann gehe ich eben ins... Okay, dann gehen wir mal ins Food Court. Holen wir uns mal was Nices zu essen, Leute. Wait, der flüstert schon wieder. Ey, was soll denn das, Bro? Warum flüsterst du denn schon wieder hier? Was soll denn das? Wenn ich doch einmal hier hingehe und ich sehe, dass du mit Shrek flüsterst, dann fress ich dich auf und zwar als Dessert. So, wenn er jetzt nochmal... Oh nein. Oh nein. Nein, Bro. Ich würde dich jetzt... Kann man den essen?
Nein, man kann ihn nicht essen. Keine Sorge, ich krieg schon noch die Gelegenheit. Ich krieg schon die Gelegenheit. So, da haben wir diesen einen Dude. Er gönnt sich erstmal einen dicken Burger. Und was haben wir hier? Der gestiefelte Kater. Was haben wir hier? Ein Burger, Banane, Pizza und asiatische Nudeln. Was möchten wir essen? Also ich habe irgendwie Bock auf chinesisches Essen. Irgendwie habe ich Bock drauf. So, nehmen wir das einfach mal. Ich hätte aber auch die Banane nehmen können. Und ich soll mich genau da hinsetzen. Ah, das ist so unangenehm. Hier sind doch zwei Tische frei. Warum muss ich mich neben den Dude setzen? Der ist doch creepy. Hey, how are you doing? Und was geht ab, Bro, bei dir? Hi, I'm Carl. Alles klar, Carl. Ich gönne mir jetzt meine Nudeln. Nice to meet you, Carl. Okay, nice. So, dann essen wir. Das ist einfach ein Minecraft-Sound. Wow. Carl, du bist ja echt langsam im Essen. Ich habe die ganze Packung gegessen. Mit der Pappe. Ich glaube, die Pappe ist nicht so gesund. So, ich hätte gerne Nachtisch. Ich würde gerne noch die Pizza haben und die Banane. Geht das nicht? Hey, Mr. Boah, Alter, ist der fett geworden. Ich erinnere mich gar nicht, dass er so dick ist. Okay. Ich habe mir anders überlegt. Ich glaube, ich esse doch nicht noch so eine zweite Portion. Alles klar, Mr. Shrek. Was gibt's Neues? Nichts. Na gut. Dann gehe ich mal eben nach Hause. Oder auch... Warte mal. Ich kann die Tür nicht öffnen. Mister, irgendwas stimmt mit der Tür nicht. Die klemmt. Warum kann ich die nicht betätigen? Muss ich auf Klo? Ha? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Shrekie die Decky die... Okay, jetzt geht's. Alles gut. Puh, Leute, stellt euch mal vor, Shrek wäre das aufgefallen mit dem Foto. Ey, das wäre so gruselig gewesen. Aber ja, alles ist in Ordnung. Ja, legen wir uns mal eben schlafen. Oh mein Gott. Oh, das Foto liegt immer noch hier. Ich hoffe, Shrek macht keine Zimmerdurchsuchung. Nacht Nummer 4, Leute. Oh, Alter, das Spiel ist cool. Ich mag es. Hallo? Shrek? Wo sind die anderen? Wo ist der Lebkuchenmann? Wo ist Shrek? Hallo? Oh Gott, bitte sagt mir nicht, dass er jetzt... Wow, wo sind denn alle? Wo seid ihr alle? Wo ist der gestiefelte Kater? Ist heute Feierabend? Ich habe ein sehr ungutes Gefühl, Leute. Ein sehr ungutes Gefühl. Okay, Esel ist noch da. Ja, der kann sich auch nicht bewegen. Hallo? Did you do this to my great-great-grandpa? Oh, das war dein... Großvater, Shrek, es tut mir leid, bitte, bitte, ich sag dir das so an Versehen. Ich hatte, keine Ahnung, das war nicht ich, das war der Typ. Das war der Typ, der da vorher dieses Foto begutachtet hat. Frag den doch mal, ich war das nicht. I have had enough of your troubles. Oh nein, now you must pay this off by working a night shift for me. Ich soll die Nachtschicht arbeiten. Go downstairs and bring the boxes upstairs. Then put them in the warehouse. Alles klar, Bro. Sorry, Mann. Aber ich war das doch gar nicht, Alter. Sorry, Mann. Du musst mich nicht so böse angucken. Okay, dann helfen wir mal, diese ganzen Pakete hochzutragen. Puh, ey, einen Augenblick habe ich gedacht, dass er mich jetzt jumpscaren wird. Aber gut, tragen wir mal die Pakete hoch ins Warenhaus. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Deal. So, ich glaube, Warehouse war hier. Und... Oh Gott. Wo kommen denn auf einmal diese Sachen her? Ja gut, Shrek ist ja so ein bisschen im Mittelalter-Zeitraum, ne? Ich glaube, das sind ein paar Überbleibsel aus diesem Schloss. Sorry, Mann. Tut mir leid, dass ich so böse war. Lalalala. Ich mache einfach nur meine Arbeit. Ich möchte einfach nur diese fünfte Nachtschicht überleben. Hey, da bist du ja, Alter. Wie geht's dir? Hey, how are you doing? Was geht ab, Carl? Hello, I'm fine. Do you need any help? Yo, ey, das wäre echt hilfreich, wenn du mir hilfst. Ich meine, du siehst auch echt gut gebaut und stark aus. Thanks. It would be great if you could bring a box upstairs. Okay, Alter, er hilft mir halt wirklich. Ey, nicht so schnell, Mann. Nicht so schnell, beeil dich doch nicht. Oh mein Gott, er ist viel schneller als ich. Yo, wait, wo ist er hin? Wo ist er hin, Mr. Shrek? Wow. Hey, haben Sie das gesehen? Der ist einfach in das Zimmer reingelaufen. War er nicht auch schuld daran? Shrek. Komm schon, man. Okay, so. Arbeit ist jetzt erledigt. Was soll ich jetzt... Now you can go sleep. Okay, ich kann jetzt schlafen gehen. Nice. Wenn du mir versprichst, dass ich nichts mache... Oh! Okay. Er kann seinen Kopf um 180 Grad drehen. Warte, kann er das auch um 360 Grad... okay. Ich glaube, mittlerweile solltest du eigentlich gar nicht mehr leben, aber... Na gut. Und ab geht's, Leute. Nacht Nummer 5. Mitternacht Nummer 1? 0? Oh nein. Oh nein. Ich habe so ein schlechtes Gefühl. Leute, habt ihr schon ein Like da gelassen? Ich verspreche es euch, wenn ihr jeder das Video liked, bekommt ihr keinen Albtraum von Schreck.
Ich kann es euch versprechen, liken hilft gegen Shrek-Albträume. Und abonnieren hilft sogar, dass ihr vielleicht den Lebkuchenmann irgendwann essen könnt. Okay. So, was ist denn das hier? Warum ist hier alles rot? Ich check's nicht. Das ist sehr gruselig. Oh, das gefällt mir nicht, Mann. Die Tür ist zu. Die Tür ist auch zu. Ich komme hier nirgendwo rein. Hallo? Oh, was ist denn hier passiert? Oh! Oh nein. Was war das? Was war das gerade? Es war nur ein Traum, oder? Oder war es kein Traum? Wo sind wir hier? Leute, sind im Gefängnis von Shrek? Oh, was war das, Alter? Was war das denn? Wow, wir sind halt wirklich im Gefängnis. Ja. Warum bin ich überhaupt wieder in dieses Shrek-Hotel gegangen? Warum habt ihr mir in den Kommentaren empfohlen, dass ich wieder zu Shrek gehen soll? Ein sehr leckerer Drink von der Shrek Company. Oh, und die Zutatenliste kann ich euch, glaube ich, nicht vorlesen. Aber ich gönne mir mal einen. Lecker. Wow! Ich fühle mich jetzt stark. Warte, kann ich dadurch jetzt hier ausbrechen? Ich bin der unglaubliche Hulk! Ich bin so stark wie Shrek geworden! Was steht hier drauf? Wow. I feel weak again. Ich bin wieder schwach? Oh nein. Hey, ich habe gerade 5 Sekunden Power gehabt und jetzt bin ich wieder schwach. Was ist denn das hier? Hey, Mister. Oh my God, you're alive. Du hast überlebt. Thank God. I thought you were dead. Ich habe auch gedacht, dass er down wäre. Also war es doch ein Albtraum? Let me see if I can find something to let you free. Okay, suchen wir mal danach. Na gut. Ich könnte jetzt Folgendes machen. Ich könnte diesen Drink jetzt noch einmal trinken und dann ihn befreien. Oder ich gebe diesen Drink dem Typen. Okay. It says on the back to not drink more than once in your lifetime. Oh. Also man soll den Energy Drink nur einmal in seinem Leben trinken. Das ist eine ziemlich schlechte Marketingmasche. I might overdose. Ah, okay, ein bisschen Overdosis. Okay, soll ich noch einmal trinken? Oder soll ich es mitnehmen, aber es nicht trinken? Ich glaube, wir nehmen die Option. Dann nehmen wir es mal mit, bringen es dem Typen und er kann sich selbst befreien. Weil ich gehe keine Risiken ein, Leute. In diesem Shrek-Juice waren schon echt komische Sachen drin. Ne? Ich will die Zutatenliste euch gar nicht sagen. Here, take this Hier. Energy drink and drink it. Nehmen den. Okay. Okay. Kennt ihr dieses? Okay. Okay. Wow. Wow. Oh Gott, Shrek! Oh! Hilfe! Er ist hinter mir her! Oh Gott, er hat mich gleich! Hilfe, Leute! Oh Gott, er ist immer noch hinter mir her, Alter! Oh! Nein! Lauf! Was habe ich getan? Oh! Oh! Oh, wait! Jetzt kommt eine Szene. Giga-Chat ist back! Giga-Chat! Er ist wieder da! Wow! Was passiert jetzt? Giga-Chat versus Shrek. Wer wird den Kampf gewinnen? Das wird interessant. Shrek gegen Giga-Chat. Und er schielt ein bisschen. Oh, er holt den Raketenwerfer und oh! Giga-Chat schnappt sich den. Und? Was macht er? Hey, thank you for playing. I hope you enjoyed the game. Don't you dare to not subscribe to our website. Okay, Leute, er hat gesagt abonnieren, nicht abonnieren vergessen. Aber wir gehen noch nicht weg, Leute, geht noch nicht weg. Wir haben nämlich noch eine andere Option. Und zwar, was passiert, wenn wir den Drink das zweite Mal trinken? Das checken wir mal jetzt aus. Oh, wait, wir probieren mal was, Leute. Da ist ja dieser Lebkuchenmann. Hey, are you okay? Man kann mit dem reden. Hey. Hi. I work here, just cleaning up a messed up room. Oh, du klingst wie Mickey Mouse. Okay, er macht einfach nur sauber. Hey, ich mach die Tür für dich auf. Und ich würde gerne mit dir reingehen. Ey, lass mich doch kurz rein. Ich will ein Secret sehen. Vielleicht war da ein Easter Egg. Das Spiel muss auf jeden Fall ein Easter Egg haben. Okay, jetzt haben wir die Szene, Leute, noch einmal mit diesen Bildern. Und wir checken ab, was passiert, wenn wir jetzt einfach nicht das Bild mitnehmen. Ja. I should do something. Okay, was mache ich jetzt? So, wir laufen jetzt einfach weg. Okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh mein Gott. Er ist da? Er sieht mich hoffentlich nicht, oder? Sieht er mich? Ich glaube, er sieht mich. Oh, oh boy.
Okay, alles klar. Oh, okay, als nächstes testen wir mal, ob es was anderes, ob was anderes passiert, wenn man was anderes sich zu essen nimmt. Ich nehme jetzt zum Beispiel einfach mal diese Banane, setz mich hier hin. How are you doing? Und, Hi, I'm Cole. Ich nice to meet glaube, you, es ist nichts anders. Nein, ich habe die Banane gegessen. Mit Schale. Okay, und jetzt sind wir bei der großen Entscheidung, Leute. Wir probieren jetzt einfach mal, das Teil noch einmal zu trinken. Und vielleicht gibt es ja irgendeinen Secret Ender. Also, Leute. Okay. Mhm. Yep, wir trinken es, Leute. One more time. Let's go. Und, okay. Yes. Unlimited Power. Ich bin an der Überdosis gestorben. Okay, Leute. Hier würde ich aber auf jeden Fall sagen, Leute, dass Shrek, Shrek, seid kurz ruhig. Shrek, seid kurz ruhig. Ich will die Abmod machen. Leute, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Wenn ihr mehr von diesen verrückten Spielen haben wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt auch gerne RenderPie ab. Der hat dieses Spiel gemacht und der macht diese ganzen merkwürdigen Spiele. Vor allem das Giga-Chat-Spiel hat er auch gemacht. Also, Leute, Daumen nach oben da lassen. Würde mich sehr freuen. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus und rein und ciao.